Herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 und Folge 17 unseres kleinen Let's Plays mit Batrio. Was heißt kleines Let's Play? Wenn man das gesamte, was wir bis jetzt gespielt haben, zusammennimmt, dann sind das schon eine ganze Menge Folgen, die entstanden sind. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, wir spielen nicht nur mit Batrio, sondern wir haben von A angefangen und arbeiten uns jetzt so langsam die nicht chronologische, die alphabetische Reihenfolge nach unten weiter. Und ja, wir sind hiermit jetzt inzwischen bei den Vietnamesen angekommen. Wir sind in Runde 201, 203, beziehungsweise wir sind schon relativ weit vorangeschritten. Wir wollen ein paar Naturparks errichten. Dazu hatten wir hier unten schon angefangen. Die sind auch schon ganz nett geworden hier unten mit dem Vulkan und den Bergen und hier auch in der Wüste. Das sieht doch schon alles soweit ganz gut aus. Aber wir wollen noch mehr machen. Und zwar wollten wir eigentlich noch, schaut mal, wir können hier unten eventuell sogar noch mehr gründen. Wenn wir hier irgendwie. Ja, wie kriegen wir denn hier Anziehungskraft hin? Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ich meine, grundsätzlich wäre ja hier auch. Das ist nicht so weit weg, wir haben nur drei Felder. Nee, das kriegen wir nicht hin, wir kommen nicht mehr so weit weg. Aber wir könnten theoretisch nochmal gucken, wo es noch funktioniert. Also, ich meine, hier haben wir jetzt zwar ein Sägewerk hingestellt, schaut mal. Und wir wollen ja eigentlich auch noch einen Campus hinstellen, aber wir haben auch noch ein paar andere Felder, wo es eventuell möglich ist. Hier ist der Regenwald, der das ein bisschen verhindert. Aber wo wir eins machen wollen, ist hier oben. Und dafür müssen wir leider diese beiden Sachen hier abreißen, damit wir hier eins machen können, soweit ich das richtig verstehe. Wir können dann theoretisch, hier ist ja auch Wald, also passt das soweit, aber wir wollen natürlich hier dieses Weltwunder nutzen, um da noch einen Nationalpark zu gründen. Denn wir wollen unbedingt den Kultursieg und das geht nur mit genug Kultur und Tourismus und wir haben einen sehr, sehr, sehr harten Gegner, nämlich die Khmer. Und die Khmer werden uns hier ganz schön noch ärgern. So, die fangen für mich schon an, Tourismus zu erzeugen. Gorgo hat sehr, sehr wenig Tourismus, bedeutet, beziehungsweise in dem Fall Victoria hier, die mit 196 Touristen dann noch schwer ist. Aber hier 307 zu bekommen, beziehungsweise für uns 308, wird eine ganze Ecke werden. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wir spielen weiter und ich hoffe auf eure Unterstützung. Also, weiter in die Tasten hauen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Anmerkungen und Kommentare, die bis jetzt so eingegangen sind. Wirklich, wirklich gut. Freut mich wirklich sehr. So, und wir lernen auch sehr viel. Also ich lerne hier auch sehr viel mit Religion und Kultur zu spielen. Das wird uns auch in den weiteren Partien noch helfen. Wir haben, also ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Wissenschaftssieg, dann bin ich relativ sattelfest. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Da kriege ich mich geregelt. Wir haben auch schon Kultursieg errungen, diese Partie. Ich glaube gerade mit den. Wie war das denn? Wir haben auch schon Kultursieg gemacht, aber das ist alles noch nicht so sattelfest und von der Richtung her wie hier. Und hier haben wir so viele Baustellen. Aber und hier haben wir so viele Baustellen, dass wir das irgendwie halt auch gucken müssen. So, mal wieder ein Vulkanausbruch hier unten. Ich weiß nicht, wie oft der schon ausgebrochen ist. Wieder fünf gedüngte Geländefelder. Ein Du und ich, wir fahren Bevölkerungsverlust. mit dem Auto oder mit der Bahn, aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. Und Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. jetzt schaut mal, was das hier für Erträge sind hier. 5 Nahrung, 5 Produktion, 2 Wissenschaft, 6 Nahrung. Das ist ja unfassbar, die Felder hier, oder? Schaut euch mal diese krassen Felder an. Wenn das unsere ersten beiden Städte, stellt mal vor, das wären unsere allerersten beiden Städte hier unten gewesen. Oder die drei, von mir aus noch die hier dazu. Hätten wir so eine Art Meeresvolk gehabt, wie krass wäre das denn gewesen? Und ich meine, hier hätten wir keine Bezirke hinstellen können, aber das ist ja Wahnsinn. So, wir wollen jetzt eigentlich, dass dieses blöde Schiff fertig wird. Was wir aber auch noch machen wollen ist, wir wollen noch weiter Wald pflanzen. Ja, das heißt, wir bräuchten eigentlich nochmal hier unten den Handwerker, habe ich festgestellt. Und wir hatten doch irgendwo noch. Ah ne, wir haben Liang wieder rausgenommen. Wir haben die Handwerkerkarte wieder nicht drin. Dann könnte man jetzt überlegen, ob wir uns jetzt mal nochmal die Handwerkerkarte reinbasteln für irgendwas, was nicht so lange dauert, was wir leider nicht haben derzeit. Wie ärgerlich. Ja, okay, das kriegen wir so nicht hin. Nee, das wird schwierig. Da müssen wir mal gucken, dass wir tatsächlich mit dem nächsten Gouverneur oder was wie auch immer mal Liang reinnehmen. Wir können natürlich jetzt für 7 Runden hier eine Wirtschaftskarte reinnehmen, aber wir uns fehlen hier einfach zu viele Politikkarten. Ich will weder glauben noch Kultur noch Wissenschaft einbüßen und das hier auch gar nicht. Man könnte natürlich Militärkarten überlegen wegen der Loyalität, wobei ich da ein bisschen Angst habe. Also schon alleine wegen der Plusproduktion hier würde ich das gerne machen. Aber
Okay, was wir natürlich machen können, wir könnten mal schauen, wie das mit den Annehmlichkeiten ist. Die Annehmlichkeitenkarte brauchen wir vielleicht nicht wirklich. Schauen wir uns die mal an. Annehmlichkeiten sehen nämlich sehr, sehr gut aus und ich glaube, auf die könnten wir tatsächlich verzichten. Und da mal eine andere Karte reinnehmen. Gucken wir uns mal die Militärkarten an. Hier gibt es ein bisschen mehr Geld, hier gibt es Produktionsbonus, Ressourcen, Kampfsiegel. Alles nicht so wahnsinnig wichtig. Ich würde fast sagen, wir nehmen hier einfach die Produktion, die Extraproduktion. Nachbarschaftsbonus für Industriebezirk. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Ja. So. Nehmen wir das. Dann Forschung wählen. Wie geht's weiter? Ja, das ist die Frage. Wir haben jetzt die Kooperationen freigeschaltet. Das ist sehr schön. Ich würde jetzt fast sagen, wir gehen als nächstes in die Luftfahrt, eben wegen dem Tourismusbonus. Damit wir da mal ein bisschen weitermachen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Dauert auch nur 5 Runden. Dann können wir mal schauen, wo denn hier unser guter Händler ist, den wir die ganze Zeit aufbewahrt haben. Da ist er. Eigentlich möchte ich mit dir jetzt da eine. Genau, plus 40% Kulturertrag in der Stadt. Das ist wahnsinnig gut. Und das ist ja das Beste. Das Beste, das ist ja traumhaft. Machen wir sofort. Genau. Ichiban gewöhnt. Nein, das nennen wir anders. Wie nennen wir die dann? Die Vietnamesen haben doch irgend so ein spezielles Gewürz, oder? Aber wir nehmen das anders. Phalanx Chili. Chili. Keine Ahnung was. Phalanx Chili. Nehmen wir es einfach so. Komm. Ist jetzt nicht so wahnsinnig einfallsreich. Ich bin heute aber auch nicht so wahnsinnig nicht so wahnsinnig kreativ. So, 3 Zeitalterpunkte gibt uns das. Und das ist wiederum sehr, sehr gut. Damit haben wir es geschafft. Wir sind jetzt in einem normalen Zeitalter. Und jetzt ist die Frage, wir haben noch 3 Runden. Oh, wir könnten jetzt versuchen, in ein Heldenzeitalter zu kommen. Das wäre natürlich ein Traum. Wollen wir das vers Da müssen wir noch 5 Zeitalterpunkte bekommen in 3 Runden. So, das ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin? Bevor wir irgendwas bauen, lass uns erstmal gucken, was wir machen können dafür. Irgendwo könnten wir ja hier in diese Zeitalterübersicht gehen, Era Tracker. Und schauen uns doch mal an, was wir hier machen können. Feindliche heilige Stadt bekehrt, fremde Hauptstadt eingenommen. Weltmäßig ist, glaube ich, schon vieles auch passiert, ne? Das müsste man natürlich mal schauen. Kann man auch gucken, welche schon. Show only earned. Ach so, die Status. Und das ist rot, was, das geht nicht mehr, ne? Das haben wir selbst schon gemacht. Okay, und Zivilisation ist praktisch das hier. Und da haben wir auch schon super viel. Kann man nicht auch anzeigen, Hide not active? Was heißt denn Hide not active? Die haben wir doch schon geschafft. Das sind die, die wir noch schaffen können, oder? Okay, letzte fremde Stadt, erste voll entwickelter Flugplatz, das kriegen wir 300 nicht, erst voll entwickelter Wasserpark, Lager, Flugversuche, Handelsposten, eine Zivilisation, prächtiger Hafen, Handelszentrum, Welt umrundet. Welt, guck mal, wir kriegen hier in 2 Runden noch irgendwie den Dings, aber das wird wahrscheinlich keine erste Ressource, Zugverbindung, erste Drufsteiregierung. Okay, das ist auch spannend, Rockkonzert. Seebad, Wohnviertel. Wir kriegen ja auch immer wieder, wenn wir einen Naturpark gründen, ne? Erster Korps. Na, ist schwierig, jetzt darauf zu spekulieren. Weil ich jetzt nicht weiß, in welcher Situation wir jetzt gerade sind, was wir jetzt machen können. Erzsatellitenstaat, Mondland und Seebad. Gilt für Seebad, Gebirgszeitalter, Atomzeitalter, Moderne, Aluminium, Kohle, Uran. Okay, das ist was für Dings. Wir schauen hier mal ein bisschen rum. Exoplanet, Seebad, da gibt es auch ganz. Erstes voll entwickeltes Lager, okay. Repeatable-Geschichten wären vielleicht interessant. Tundra-Stadt, Wüstenstadt. Schneestadt. Feindliche Formation, Einheit mit Aussehen, Artefakt ausgegraben. Das könnte interessant sein. Archäologen wollten wir uns eigentlich jetzt machen, aber das wird wahrscheinlich schwer. Aber das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Schauen wir mal kurz, wie sieht die Bauprojekte aus. Hier machen wir jetzt gerade die Werkstatt. Hier kommt ein Lager, ein Tarn hin. Hier machen wir die Kapelle des Großmeisters. Das dürfte uns vielleicht sogar noch was geben an Zeitalterpunkten. Vielleicht? Fragezeichen. Oh, und dieser Musketier kriegt hier aber ordentlich einen auf die Mütze.
Das ist so nicht gewollt. Wir schieben uns mal hier hinter. Dann gucken wir mal. Was können wir denn jetzt hier produzieren in Tragü? Also wir könnten natürlich eine Kanalisationsstadtmauer in 5 Runden bauen. Das wird alles zu lang dauern. Wir haben hier eigentlich keine Möglichkeit. Können wir irgendwas kaufen? Ein Handwerker. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht machen. Bauen wir die Handwerker an. Wer wollte denn hier... Ja, den... Wir haben die Bank... gibt natürlich deutlich mehr Gold. Es mangelt uns immer noch ein bisschen an Gold. 18 Runden ist auch eine ganze Menge. Produktion ist hier aber auch wirklich mies. Ne? Vielleicht wären Handwerker hier wirklich gar nicht so schlecht, weil wir müssten hier mal ein paar Sägewerke errichten. Ja. Wir haben zwar hier ein, zwei... Aber warum stellen wir denn da Leute ein? Hier in diesen Dingsbezirk. Kein Wunder, dass ich hier nichts produziere. So. Ja, lass uns mal... schauen, dass wir dann vielleicht auch die Bank bauen. 16 Runden dauert zwar sehr lange, Stadtmauern bringt uns jetzt auch erstmal nichts. Kanalisation. Wohnraumprobleme haben wir massiv. Müssten tatsächlich vielleicht sogar eher die Kanalisation bauen. Die Bank bringt uns nur einen Bürgerplatz, aber keinen Wohnraum. Dann machen wir die Kanalisation. So. Nächste Produktion. Kunstmuseumsmäßig sind wir doch eigentlich jetzt relativ gut ausgestattet. Ne? Wir haben unsere Landschaften, wir haben hier die Motto erfüllt. Wir hätten hier nochmal Landschaften. Ich würde tatsächlich auch sagen, wir machen nochmal ein archäologisches Museum, weil wir nochmal da ein bisschen mehr Auswahl brauchen. Industriegebiet wäre natürlich auch schön. Bringt uns nur den Campus, könnte man auch bauen. Aber ich will jetzt erstmal das archäologische Museum hinsetzen. Auch das dauert hier sehr lange. Was ist denn hier los? Guck mal, das Feld ist doch viel besser als das. Erstmal. Vor allem, wenn wir auch im Wohnraum-Cap sind, ist das ja auch Quatsch, dass wir alle anderen Sachen vorhalten. Genau, dann dauert es nämlich nur 15 Runden. So, Gesandten schicken. Die können wir uns nochmal ein bisschen aufsparen. Wir haben zwar 4 Gesandte, aber da kommen wir jetzt im Moment noch zu keinem Suzerainen-Bonus. Das lassen wir erstmal. Und wir wollen die anderen ja auch erstmal halten. Deswegen... behalten wir die erstmal. Hier, Handwerker. Wie wäre es, wenn wir jetzt erstmal hier noch einen Wald pflanzen? Der hilft uns jetzt erstmal sofort und dann können wir die Schildkröten immer noch anschließen, damit der Handwerker da nicht so umsonst ist. Und hier müssen wir natürlich jetzt die ganzen Modernisierungen abreißen. Das natürlich ein bisschen schade ist, aber nun gut. Genau, der Naturforscher dann und der hat im Moment auch noch keinen Platz. Ein Korps gründen. Wartet mal. Schaut mal. Wenn wir die beiden zusammenführen, haben wir ein Korps. Und dann kriegen wir auch Zeitalterpunkte. Das habe ich gerade noch gelesen. Das sollten wir mal probieren. Wir kriegen jetzt eh nichts mehr für Garnisonseinheiten. Von daher passt das schon. Was ist denn hier mit dem hier? Der kann doch auch schießen. Wäre das nicht eine Möglichkeit, den erstmal dahin zu schicken? Okay. So, ein bisschen Planung gemacht. Da sind schon die ersten Rockbands unterwegs. Ich befürchte, dass wir hier im Kultursieg keine Chance haben. Aber hey, wir versuchen es weiter. Klar. Ein Heldenzeitalter wäre natürlich ein Traum. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Wir müssen 5 Zeitalterpunkte dafür sammeln. In 3 Runden war das, glaube ich, ne? Ja, das wird eng. Das wird sehr eng. Natürlich hat er uns angegriffen. Gott sei Dank haben wir überlebt. Oh mein Gott. Okay, du gehst in die Stadt. Du gehst hier hin. Nein! Warum könnt das nicht? Warum können wir jetzt hier nichts? Warum können wir vor allem nicht angreifen? Das ist natürlich ätzend. Oh nein! Warum... Das ist... Warum? Ah, ist das ein Hügel? Das sind beides Hügel, ne? Okay, aber dann könnte er uns ja theoretisch auch nicht angreifen, diese Runde, oder? Hoffe ich. Gut, schauen wir mal. Okay, also wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal die Modernisierung entfernen hier. Und das gleiche müssen wir dann da auch machen. So, wir wollen weiter handeln. Wir wollen einmal... Gewürze weggeben. Okay, Baumwolle und so kriegen wir nicht los. Schade. Dann mehr Wohnraum, das wissen wir, in ganz, ganz vielen Städten. Dann haben wir einen neuen Gouverneur etabliert. Rainer ist jetzt etabliert, das ist sehr, sehr schön.
So, dann haben wir hier natürlich auch noch Einheiten. Jetzt müsste man mal gucken. Ich möchte das eigentlich so ein bisschen hier als Bollwerk lassen. Was machen wir denn Schönes hier weiter? Aquädukt und Wohnviertel ist, glaube ich, alles Quatsch. Ja, die brauchen viel zu lange. Wir müssten jetzt eigentlich auch mal hier Wald pflanzen. Also ich brauche, glaube ich, wirklich Handwerker. Und wir müssen, glaube ich, wirklich die Handwerkerkarte demnächst reinmachen. Das nützt nichts. 8 Runden. Wir brauchen hier mehr Handwerker. Und dann packen wir da die Handwerkerkarte rein. Und schaut mal hier. Das ist doch das, was ich mir erhofft habe dadurch. Und den werden wir jetzt erstmal nutzen, um hier Wald zu pflanzen. Achso, wir könnten mit dem sogar noch einen Schritt. Nee, können wir nicht. So, Apostel, du bist vollkommen ausgeheilt. Wir könnten natürlich noch irgendeine fremde Stadt oder wir könnten unsere Städte vor allem mal bekehren hier unten. Das fände ich, glaube ich, mal ganz gut. Aber da ist halt ein Disponent. Disponent? Nein. Disputent heißt es, glaube ich, ne? Disputant. So. Wir könnten mit Glauben jetzt aber noch natürlich noch was anderes machen. Und zwar Inquisitoren für die einzelnen Grenzen, um hier unten mal relativ günstig. Müsste da einer fast reichen, oder? Wie sieht es denn hier rein glaubensmäßig aus? Bevor wir jetzt zu viel ausgeben. Ja, guck mal, das ist knapp. Das geht auch relativ schnell. Das sollten wir relativ gut hinbekommen. Und dann könnten wir noch mal überlegen, ob wir einen Apostel kaufen, mit dem wir dann auch mal in fremde Städte gehen können. Und da vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Ich glaube, ansonsten, wir könnten natürlich jetzt Wohnviertel Aquädukt kaufen. Das brauchen wir dann erstmal hier nicht. Ja, machen wir das erstmal. So. Und den lassen wir natürlich weiter hier da, um im Glaubenskampf hier nochmal ein bisschen Attacke zu geben, oder? Guck mal, da oben. Den machen wir sogar platt. Kann ich den nicht angreifen hier auf dem Wasser? Das ist ja frech. Na gut, okay, das können wir nichts machen. Ja, den können wir schon mal hinterher schicken hier, den Naturforscher. Der soll da ja gleich den Nationalpark bauen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Korps auch gleich gründen können. Das wäre nämlich super ärgerlich, wenn wir das noch verpassen. Neues Weltwunder wurde gebaut, Freunde. Und zwar Parlamentsgebäude. Okay, das ist das erste Mal, dass wir das nicht bauen, glaube ich, in allen Spielen. In Runde 206. Also es wurden auch schon allgemein sehr viele Weltwunder gebaut. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt ist die Frage, können wir hier nicht einfach ein Korps bilden? Da, danke, Korps bilden. Mit dem hier. So, das gibt uns einen Zeitalterpunkt natürlich nur. Das ist jetzt auch nicht die Masse. Oh, einen haben wir zumindest wegbekommen. Und das ist natürlich ein bisschen stärker jetzt. So, das gibt uns immerhin einen Zeitalterpunkt. Das ist nicht so wahnsinnig viel. So, Modernisierung entfernen. Und dann müssten wir hier jetzt auch. Aha, schaut mal. Eine Nationalpark. Das gibt uns drei Zeitalterpunkte. Sind dann deren vier. So, jetzt ist es nur noch einer, Freunde. Aber wann kriegen wir denn jetzt einen blöden Zeitalterpunkt? Wir sind nicht mehr so Zaren und Hunza. Das wollen wir ändern. Wir wollen gerne wieder so souverän sein. Und wir wollen die platt machen. Das hat nicht ganz gepasst, schade. Treffen des Weltkönigs. Apostel zur Beförderung verfügbar. Okay, das ist natürlich schön. So, den Inquisitor, den geben wir mal hier runter. Und mal gucken, was der hier für eine Beförderung hat. Wenn dieser erst. Oh, das ist schön. Mit dem Bekehren, das ist schön. Dann haben wir wenigstens mal jemanden, der bekehren kann. Da wurde eine Modernisierung geplündert. Das ist sehr ärgerlich und unangenehm. Parlamentsgebäude wissen wir und den Suzerainbonus wissen wir auch. So. Nächste Sache, die wir bauen wollen. Regierungsplatz voll ausgerüstet. Kanalisation, 4 Runden brauchen wir erstmal nicht. Also das sieht ganz gut aus. Wie sieht es denn hier mit Weltwundern aus? Also Richtung Kultur. Eremitage zum Beispiel gibt. Oh. Q4 große Kunstwerkplätze. Muss an dem Fluss gebaut werden. Da hätten wir sogar noch Platz für.
30 Runden ist mir ein bisschen zu lange. Basilius-Kathedrale ist natürlich schön für Religionstourismus. Wir haben leider keine Tundra-Felder. Und Chichen Itza ist natürlich schön und gut, aber wir haben nicht so viel Dings. Mont Michel. Nein. Das ist natürlich cool mit den Apostel- und Reliquienplätzen, aber lassen wir das mal. Wir könnten gucken. Außenverteidigungsreparatur wäre eine gute Sache. Unsere Mauern sind nämlich ganz schön eingehauen. So. Liang würde ich ganz gerne ernennen. Das wäre doch eine schöne Sache. Forstverwaltung wäre natürlich auch nicht so schlecht, aber ich würde erstmal sagen, wir ernennen jetzt Liang und packen Liang nach. Wo bauen wir jetzt einen Handwerker? Hier, nach Sheffield. Hilft uns dann auch ein bisschen bei der. So, wir können mit dem nochmal ein bisschen hierher gehen. Hä? Ist das ein. Ach, warte mal. Ach, das ist der Handwerker. Ich dachte gerade, hä, seit wann kann ich denn mit Militäreinheiten jetzt hier auf einem Campus? Das war merkwürdig. Ich hatte den jetzt anscheinend angeklickt, aber das war merkwürdig. Ich dachte gerade, wie funktioniert das? So, wir gehen mal hier hin. Gucken mal, dass wir die Schiffe dann bald wegbekommen. Ach, Menno, wir kriegen das wirklich nicht hin. Kriegen wir es noch irgendwie innerhalb von einer Runde? Wie kriegen wir den jetzt noch einen Zeitalterpunkt? Ich glaube, das schaffen wir einfach nicht. Ärgerlich. Einen zu wenig. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was wir hätten machen können. Spielsituation war schwierig, ne? Wir hätten wahrscheinlich ein Projekt in drei Runden, weiß ich nicht. Also, vielleicht irgendwie ein. Hätten wir. Warte mal, stopp mal. Wir haben doch Geld. Lasst uns mal was schauen. Können wir nicht einfach Militär ausheben? Lass uns mal gucken, wo es am günstigsten ist. 660. In Hunza ist es richtig günstig. 610. Gibt uns das nicht Zeitalterpunkte, wenn wir Militär ausheben? Ja! Oh, wie gut! Das gibt uns ein Zeitalterpunkte. Ja! Okay, 330 Gold hat uns jetzt gekostet, aber egal. 160 von 160. Damit haben wir jetzt ein schönes Heldenzeitalter. Ah, sehr gut. Gott sei Dank ist mir das noch eingefallen, ey. Oh, das wäre so ärgerlich gewesen. So, Sondersitzung des Weltkongresses. Viktoria-Hilfsanforderungen, nee, machen wir nicht mit. Haben wir keine Lust. Wir sind mal undiplomatisch in diesem Spiel. Moderne und es erstrahlt wieder alles in Gold bei uns. Ah, oh, ist das schön. Ja, Tag eures Niedergangs. Von mir aus. So, wurde auch abgelehnt übrigens, die Hilfsanforderung. So, Stadt kann Angriffe machen. Das ist auch schön. Ja, der Linieninfanterist ist dann jetzt Geschichte. So, wo ist denn jetzt der Apostel hin? Da. Lass mich dich angreifen und attackieren. Ja, der ist aber auch schwierig zu bekommen. Okay, Stadtquest. Sehr schön. Dann haben wir ein Unwetter. Das ist da unten, das ist mir völlig egal. Barbaren nähern sich. Ah, jetzt sind die da. Ist logisch, dass die natürlich jetzt dahin gehen. Und wir bleiben erstmal stehen. In 4 Runden ist unser Schiff fertig. So. Technologiebonus gestohlen, ja, von mir aus. Das können wir eh nicht verändern. So, Heldenzeitalter. So, drei Widmungen dürfen wir uns wählen. Wir nehmen natürlich das hier. Eure Händler können nicht geplündert werden, finde ich auch gut. Das ist natürlich auch spannend. Ich schalte einen speziellen Kampfbefehl der Denunzierung des Schießens. Ah, das mit dem Militär machen wir nicht. Aber ich würde sagen, das hier mit der Startbevölkerung für Städte, die auf einem anderen Kontinent gegründet werden. Aber ich meine, das werden machen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber die gewässerten Einheiten und die Loyalität pro Runde finde ich auch gut. Und das ist natürlich super. So, große Persönlichkeiten. Großen Wissenschaftler. Führt das Eureka für Turmhütte-Technologie und eine zuwittende Moderne aus. Ja, den nehmen wir natürlich. Gibt ja auch letztendlich gleich wieder ein bisschen Zeitalterpunkte. Stahl und Computertechnologie. Wunderbar. Damit haben wir gleich einen Stadtstaat für einen Gesandten verdient. Auch sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben sich die ganzen Verhältnisse natürlich etwas geändert. Was ist denn jetzt hier mit Hull City?
Wir machen doch jetzt eigentlich deutlich mehr Loyalitätsdruck gerade mal auf die anderen. Wie sieht das denn jetzt aus? Also, die Engländer haben leider auch ein goldenes Zeitalter, aber alle sind in einem normalen Zeitalter, alle anderen. Leider niemand im dunklen Zeitalter, schade. Aber nichtsdestotrotz könnten wir dadurch vielleicht wieder ein bisschen mehr Loyalitätsdruck ausüben. Das ist natürlich eine Sache, die gefällt mir grundsätzlich. Was haben wir denn jetzt mit unserem Handwerker jetzt noch für Optionen? Wir können natürlich ganz viele Bauernhöfe machen, wir können hier noch ein Sägewerk gründen. Wir wollen hier aber vielleicht noch einen Handelsbezirk bauen. Argos, da müssten wir eigentlich mal anfangen. Wir haben hier nämlich noch Jade und so weiter und ich würde da ganz gerne mal jetzt loslegen. Ich würde gerne hier die Jade noch. Wir hätten den Industriebezirk ja da bauen sollen, sehe ich gerade. Lass uns die mal kaufen, die Jade. Bevor der. Ja, der kriegt die hier gar nicht. Aber die möchte ich trotzdem haben. Das Luxus ist gut. Und dann möchte ich hier noch einen Wald pflanzen und dann können wir hier nochmal einen anderen Bezirk hinsetzen. Wir hätten wirklich den Industriebezirk dahin setzen sollen, ne? Das war jetzt ein bisschen doof. Sehe ich gerade. Da wäre es noch viel besser gewesen. Nun gut. Lassen wir das. Wir wollen. Ja, hier ist alles ausgebaut. Kanalisation brauchen wir. Die mittelalterliche Mauern finde ich irgendwie auch Quatsch. Wobei gibt es Tourismus, ne? Gibt es Tourismus, sollten wir machen. Also du bekehrst. Du möchtest unbedingt bekehren. Und wir wollen eigentlich mal hier in Hunza anfangen. Oh, hier haben wir auch ein bisschen Arbeit vor uns. Dann, oder wir hören einfach mal. Wir könnten natürlich auch die Khmer bekehren. Das wäre auch schön. Da hätte ich auch eine ganze Menge Lust, ne? Och Gott, sind die viele Städte. Aber das wird uns wahrscheinlich. Naja, die kriegen weniger Kultur. Die haben aber auch viele Weltwunder. Nee, ich nehme die Griechen. Ich weiß gar nicht. Prinzipiell bringt uns das Bekehren, glaube ich, auch gar nichts. Weil wir gar nicht diese Glaubenssätze dafür haben, dass uns das. Heilig Gott, das ist ja was für die dann, die den Religion anhängt. Und das werden wir hier nicht. Außer mit dem Kampf, ne? Also so richtig bringt uns das gar nicht, die Religion wirklich zu verbreiten. Deswegen nehmen wir vielleicht die Stadtstaaten einfach. Ich glaube, das ist noch ganz sinnvoll. Ja. Ja, wir haben leider immer noch keinen Musikplatz. Und jetzt haben wir hier Einheiten, die wir jetzt zeitweise haben. Naja, die können wir ja noch ein bisschen durch die Gegend schicken. Da ist auch immer noch das Barbarenlager, was wir eigentlich ausheben wollen. Okay, sehr schön. Na gut, das hat uns ja ein bisschen was gebracht. Alles sehr spannend. Wir werden jetzt hoffentlich bald hier weitermachen können. Gehen wir in die nächste Runde. Ich würde gerne mal wissen, wie es jetzt aussieht mit. Oh, 300 Kultur inzwischen. 218 Tourismus durch Städte. Und wenn wir die Luftfahrt haben, müssten wir nochmal einen Bonus bekommen dadurch. Das dürfte jetzt nochmal ganz schön was uns bringen. Das werden wir dann gleich mal sehen. Willkommen beim Weltkongress. Okay, 20% schnelles Bevölkerungswachstum, aber 5 minus pro Runde in Städten dieses Spielers. Ja, wir könnten die Engländer nehmen. Komm, wir sind dafür, aber wir stimmen für die Engländer, oder? Ne, die Engländer haben auch. Ne, die Griechen. Wir stimmen für Gorgo. Dann kriegen wir vielleicht noch mal einen Berg Gorgo-Städte. Wir wollen das unbedingt, dass Gorgo das bekommt. So, dann. Kulturschock auslösen, da könnten wir uns theoretisch auch selbst wählen. Ja, und ob wir zwei Diplomatie-Siegpunkte kriegen, können wir gerne machen, aber das ist, glaube ich, auch nicht so hinfällig. Oh nein, wir wollen das hier nehmen und uns selbst wählen. Aber das finde ich gut. Vielleicht, wenn dann. Von mir aus können die wachsen, die Städte, aber minus 5 Loyalität pro Runde könnte uns helfen, vielleicht die eine oder andere Stadt zu kippen. Wollen wir an der Weltausstellung teilnehmen? Ja, komm, wir nehmen teil. Einreichen. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. So, Gorgo wurde angenommen. Batrieu wurde angenommen. Und Gorgo kriegt zwei Diplomatie-Siegpunkte. Na gut. Okay, damit kann ich leben. Eine Landung, nach der man noch laufen kann, ist eine gute Landung. Benutzt man das Flugzeug am nächsten Tag noch, ist sie perfekt. Schöne Sache. Okay, dann gucken wir mal, ob sich das dann halt ein bisschen ausgeht jetzt mit unserer Idee. Wollen wir den angreifen? Ja, den wollen wir angreifen. Wir nehmen mal hier die zeitweisen Einheiten, die wir hier bekommen haben.
Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so wahnsinnig viel bringt, aber hey, wir können es zumindest mal probieren. So, den Apostel machen wir mal dem Erdboden gleich. Und das gibt uns hier in den Städten auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Religion. Athen ist auch. Gut, ja, ich schiele ein bisschen auf Pharsalos, ehrlicherweise. Das wäre eine schöne Sache. Und hier unten sind sie jetzt alle weggeschippert, oder wie? Nein, die sind doch hier bestimmt noch irgendwo. Und nicht erzählen, dass die jetzt weg sind. Okay, Luxusgüter können wir links. Wir kriegen ein, zwei Diplomatie-Siegpunkte. Wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus in dem Ranking? Wir haben 9, Gorgo hat 6. Okay, also das ist völlig egal. Tourismus 232. Naja, gut, wir kommen voran, aber naja, das ist noch ein Stück Arbeit. Also das wird schwierig. Also Unwetter wütet weiter, Barbaren nähern sich, das haben wir auch gesehen. Ich würde ja überlegen, gerne den Siedler zu holen, aber ich denke mal, wenn die Gorgo hier irgendwo eine Stadt gründet, dann wird die eh zu uns fallen. Deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt. Ehrlicherweise. Es ist kürzer, günstiger darüber zu laufen. Das ist ja spannend. Na, dann machen wir das doch mal. Okay, Luftfahrt erforscht. So, wie geht's jetzt weiter mit Kultur etc.? Renaissance-Mauern ist natürlich eine schöne Sache. Müssten wir eigentlich auch mal Richtung haben. Raffinerie, Ölquellen und so weiter. Normbauteile, hier gibt es den Lebensmittelmarkt. Den Panama-Kanal wäre auch interessant. Die Militärakademie, die auch Produktion gibt. Gebirgstunnel, Sendezentrum, das ist doch eine schöne Sache. Eigentlich müssten wir mal Richtung Sendezentrum gehen, weil wir unbedingt noch diesen Musiker ausgeben müssen, den wir noch nicht haben. So, weiter geht's. Energiemäßig sind wir schlecht. Wir haben ein bisschen Kohle. Wir sammeln im Moment nichts, weil die hier geplündert wurde. Auch das ist der Grund, wofür wir eigentlich hier einen Handwerker unbedingt brauchen. Ja, das sollten wir mal wieder reparieren. Dann könnten wir eigentlich mal das erste Kohlekraftwerk aufstellen hier. Das ist auch relativ zentral. Da dürften wir auch einiges mit Energie versorgen. Brauche ja im Moment auch nur die Stadt Energie, aber wir werden auch andere Städte haben, die das brauchen werden irgendwann. Okay. Mal ganz kurz geschaut, wie es aussieht. Schade, ich hätte gedacht, dass die Loyalität ein bisschen mehr reinhaut, auch für die Gegner. Aber da haben wir uns vielleicht ein bisschen verschätzt. So, Inquisitoren. Da bitte einmal inquirieren. Danke. Und dann bitte hier unten auch nochmal. So. So, was machen wir mit unseren Aposteln? Achso, das ist noch. Das war noch. Offen. Ach, guck mal, Knossos. Oh, der möchte jetzt Bilder mit uns tauschen. Jetzt ist die Frage, wir kriegen ein religiöses Werk. Nein, wir bieten ein religiöses Werk und das hier und kriegen Hamlet und noch ein anderes religiöses dafür. Und Geld. Und wir geben diplomatische Gunst. Wir haben doch jetzt eigentlich keinen Nachteil davon, oder? Also, dass wir eine Menge Kohle dafür kriegen. Ich würde natürlich ungern die Sixtinische Kapelle abgeben, aber ich meine grundsätzlich. Ach so, wartet mal. Wir haben ja noch ein religiöses Offene. Wollen wir nicht versuchen, das eigentlich noch dazu zu bekommen? Ja, jetzt müssten wir eine ganze Menge zahlen. Ja, das finde ich irgendwie. Und wenn wir nicht Hamlet wollen und auch nicht das hier. Ach, guck mal an. Das würde uns 22 kosten. Wenn wir jetzt aber die 27 diplomatische Gunst geben,
Ah, guck mal, dann sind es noch 17. Ja, aber ich möchte das haben. So, dann hat er nämlich auch kein Verhandlungsgeschick mehr und wir haben. Regierungen brauchen Feinde, um Menschen zusammenzubringen. Wenn sie keinen echten Feind haben, erfinden sie einen, um uns zu mobilisieren. Genau, wir haben jetzt erstmal hier was ausgestellt. Das bringt jetzt erstmal nicht ganz so viel. Wir werden das dann noch. Wir werden dann noch eine Kathedrale bauen. Wir haben ja noch eine Möglichkeit oder Möglichkeiten dazu. So, neue Politikkarten, die brauchen wir erstmal nicht. Die Loyalitätsgeschichte können wir uns jetzt, glaube ich, schenken. Da würde ich tatsächlich sagen, wir nehmen mal hier den Einheitenunterhalt. So, ja, diese Stadt hier, die wird ja wahrscheinlich dann fallen. Dann brauchen wir uns jetzt erstmal auch nicht eigentlich um den Gegner da kümmern. Mehr Wohnraum, ist klar. Wo sind jetzt diese doofen Einheiten? Casus Belli erlangt. Expansionskrieg gegen Victoria, okay. Unwetter klingt ab. Und schaut mal hier, Hall. Hall könnte dann bald zu uns fallen, durch das Heldenzeitalter. Okay, so ein Zoo wäre natürlich schön. Eine Fabrik wäre noch fast schöner. Handelszentrum wäre auch nett. Warum nicht hier? Ach, weil das nicht zu unserer Stadt gehört. Und da geht es jetzt nicht, weil da was auszugraben ist. Haben wir eine Möglichkeit, auch hier mal so einen Archäologen würde ich ganz gerne haben, ne? Wie viel kostet der? 1600 Gold. Kriegen wir das in 10 Runden zusammen? Ja, kriegen wir. Müssen wir dann halt sparen. Umso eher. Naja, wenn Energie versorgt, ne? Aber dann geht alles ein bisschen schneller. Aber das kriegen wir auch vielleicht sogar hin, weil wir ja hier das Kohlekraftwerk haben. Okay, so, wir befördern. Wir befördern Rainer. Und zwar das hier. Genau, das finde ich sehr, sehr schön. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Gold. Wir haben ja einige nicht monetisierte Geländefelder. Und vor allem hier. Oh, wartet mal. Können wir nicht jetzt hier unten eigentlich auch das. Ja, schaut mal, hier unten können wir jetzt auch den Naturpark endlich machen. Warum haben wir das denn noch nicht? Ja, genau. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Eieiei. Okay, dann bitte einmal hier weiter. Oh, das ist gut. Wenn der schifft, dann können wir sehen, wo was ist. Das finde ich gut. So, wo sind denn jetzt unsere bösen Gegner? Ja, wir können uns erstmal wieder ausheilen. Nutzen wir das einfach dazu. Und der darf dann gerne eine Religion verbreiten. Okay, das ist in Ordnung. Den können wir ganz gerne wieder zurückschicken. Der braucht noch etwas länger. Sendezentrum ist wichtig. Können wir noch heilige Stätten, wo wir Kathedralen bauen können? Haben wir noch irgendwo eine heilige Stätte, wo wir noch keine Kathedrale haben? Wir wollten noch heilige Stätten bauen. Hier, theoretisch. Schaut mal. 320 kostet, Glauben kostet die. Die können wir aber nicht kaufen, weil dieses Gebäude bräuchte einen Tempel. Okay, dann kaufen wir erstmal den Tempel. Und dann kaufen wir die Kathedrale und dann können wir dieses schöne, wunderschöne Werk nämlich im. Wartet. Wo ist es? Da. Im Tempel. Ach, eine Runde lang nicht bewegt werden. Okay, dann können wir das nämlich hier in der Kathedrale ausstellen. Schön. Und wir haben auch noch Platz für große Werke. Auch das ist noch ganz nett. Okay, sehr schön. Gut, ab in die nächste Runde. Brauchen halt mehr Tourismus. Ich glaube, das wird knackig. Das wird echt knackig.
Die Besatzung der Karavelle Vietnams erfindet nach ihrer ersten Seereise des Seemanns... Oh, schön. Guck mal, das ist unser allererstes Schiff. Und das gibt auch tatsächlich einen Bonus. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist jetzt... Wo sind jetzt diese blöden Idioten? Aber die sind gar nicht da, ne? Schaut mal. Na gut. Das ist dann so, wie es ist. Niemand will Baumwolle haben. Nein. Okay. Zwei Zeitalterpunkte. Wohnraum. So, neue Produktion. Heilige Städte könnten wir bauen. Wir könnten jetzt auch den Theaterplatz bauen, tatsächlich, hier. Heilige Städte würde natürlich auch gehen, aber den Theaterplatz finde ich eigentlich fast besser. Wir könnten natürlich auch eine Uni bauen. Erträge sind unfassbar gut. Ein bisschen mehr Wissenschaft wäre schon schön, ne? Wir sind da relativ langsam. Und die gibt uns halt gleich mal 6 Wissenschaft mehr. Hafen. Wir haben noch keinen Hafen gebaut. Guck mal, der gibt uns auch Gold. Der dauert auch nur 6 Runden. Und gibt uns dann auch irgendwann Wohnraum. Wir bauen mal den Hafen. Komm. So, und den... Wir schippern hier mal so ein bisschen über die Weltmeere, wollte ich gerade sagen. Und gucken uns mal hier so ein bisschen unsere Gefilde an. So können wir wenigstens alles... Ah, guck mal, da unten ist das eine schöne Schiff, was wir haben wollen. Da können wir nichts machen. Ja, das ist, wie gesagt, zum... Jetzt kriegt er doch volle Loyalität, ne? Ah. So, das hat uns erstmal 100 Gold gebracht. Das ist schon mal schön. Hallo, Disput... der ist aber besser als unser. Das ist nicht gut. So, Naturpark bitte. Drei Zeitalterpunkte. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Gibt dann auch nochmal eine ganze Menge mehr Gold. Wunderbar. Okay, eine Runde gehen wir noch weiter. Dann sind wir in Runde 211. Dann haben wir zumindest mal 10 oder 8 Runden heute geschafft. Wir waren ein bisschen langsam heute. Das macht aber nichts. Wir sind gut in der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange unser Let's Play hier laufen wird, aber für den Kultursieg werden wir wahrscheinlich noch viel machen müssen. Tja, wir machen zwar, haben zwar Touristen, aber... So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir keine Energie haben, die kriegen wir aber bald. Also erstmal, weil wir hier den Handwerker da schicken, um das zu reparieren, um wieder Kohle zu haben. Schon mal Punkt 1. Dann Inquisitorin. Sehr schön, wir haben die nächste Stadt. Stadt ohne Energie, das werden wir ändern. Wohnraum ist auch ein Problem. Gouverneur ist etabliert. Wunderbar. Das heißt, da kriegen wir den Handwerker. Handwerker raus. Kauf mit Glauben möglich. Flussüberschwemmung verhindert. Wunder vollendet. Hui Teokali. Auch da können wir nochmal gucken, ob wir nicht das eine oder andere Weltwunder nochmal bauen wollen. Und wir haben den feindlichen Spion gefangen genommen. Oh, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Okay, Wohnraum ist okay. Dann werde diese Eremitage wäre natürlich schon krass. Auch diese Basilisk-Kathedrale, aber das ist alles nicht so. 100% Religionstourismus von dieser Stadt. Das ist natürlich krass. Aber da müssten wir einiges aufbrechen. Mont Saint-Michel könnten wir da hinpacken. Ja, ein Chichen Itza wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, nee. Dann lass uns lieber mal was anderes machen. Handwerker, Siedler, nee. Große Schriftsteller, große Künstler, große Musiker. Lohnt sich so ein Theaterplatz-Festival? Also wir kriegen bald einen nächsten großen Musiker. Wir bekommen auch einen großen Künstler bald. Und wir bekommen auch den nächsten Schriftsteller. Da sind wir schon sehr gut. Wir bekommen auch den nächsten großen Ingenieur. Ja, sehr schön. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, wann können wir... oh Gott, wir haben absolute schlechte Nahrungsgeschichte. Wohnraum, ja... Gibt uns das nicht irgendwo noch... Die Basilius-Kathedrale gibt uns doch mehr Nahrung, ne? Auf allen...
Tundra-Geländefelder wäre so schön. Es wäre so ein schönes Weltwunder dafür. Das ist aber irgendwie nicht machbar hier. Na, die Spionen, um was abzugreifen vielleicht. Da könnten wir Kultur abschöpfen. Ein Spion wäre ganz okay. Wir haben noch keinen einzigen. So, in Kurkong können wir Bezirke bauen tatsächlich. Da würde ich sagen, wäre der Campus jetzt das Sinnvollste. Ja, endlich mal den Campus bauen. So, da Attacke auf das Schiff. Und tschüss. Hier Attacke auf den Apostel. Das glaube ich auch ein Disputent ist. Wollen wir Preslav noch konvertieren? Ja, das ist, passt so. Okay, dann haben wir wieder eine Folge geschafft, Freunde. Wir sind in Runde 211. Wir kommen gut voran. Jetzt ist immer noch so ein bisschen das Punkt mit dem Tourismus. Der wächst aber langsam und stetig. Also durch die Naturparks und sowas kommen wir da schon ein bisschen weiter. Jetzt geht es darum, Archäologen zu haben, damit wir unsere archäologischen Ausstellungsstücke auch auffüllen können hier. Zweites archäologische Museum ist unterwegs. Wir bekommen bald noch einen Schriftsteller. Wir bekommen halt auch noch neue Kunst. Ich weiß gar nicht, ist da auch landwirtschaftliche Kunst dabei? Ich habe noch gar nicht geschaut. Landschaft, guck mal, da sind auch wieder Landschaften dabei. Den müssten wir tatsächlich mal bekommen. Das wäre cool. Vielleicht können wir den noch irgendwie ausheben. Vielleicht können wir den irgendwie günstiger ranholen, dass wir da nochmal Landschaften bekommen. Das wird natürlich für unsere Motto-Geschichten super gut. Ja, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht hier. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Runden und die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß, einen schönen Start ans Wochenende und schaut einfach mal in die anderen Projekte rein und gerne zu Twitch und zu Discord und Instagram. Wir sind überall vertreten, also gerne. Und jetzt auch bei, ganz neu, auch den Phalanx Streams Podcast. Den könnt ihr jetzt auch hören. Mensch, auf Spotify. Also, guckt mal in den Linktree. In der Infoseite ist alles verlinkt. Dann viel Spaß beim Durchstöbern und Anschauen. Also, immer dabei bleiben. Ciao, bis zum nächsten Mal.